Ja, servus Leute, ich bin's mal wieder, euer Jan, und diesmal habe ich hier ein Suchen und Zerstören auf Subbase für euch. Wie versprochen, ja, die meisten wissen es von euch gar nicht, ich habe eine Facebook-Gruppe und da habe ich versprochen, dass ich ein Gameplay mit der MP5K machen werde. Ja, die MP5K, oder auch anders genannt MP5K, hört sich scheiße an, habe ich mit Schalldämpfer ausgerüstet und mit dem Camo Blue Tiger, ja, glaub schon. Und ja, mit dem Custom Camo Skin sieht es dann halt so aus. Kill hier meinen ersten. Es war aber eigentlich Glück, oder? Ja, Glück. Ich habe den einfach nur so gesehen und Glück. Ja, einfach nur Glück. So, ich suche jetzt dann weiter. Diese Route nehme ich normalerweise am Anfang des Matches, wenn ich ja, in der ersten Runde bin. Da ich immer schauen möchte, wie viel da entlang laufen. Und dann höre ich hier jemanden. Warte auf ihn und kill ihn. So, dann höre ich ja irgendjemand oben mit der Barrett, laufe hoch und ich höre ihn, aber wo ist er? Wo ist er? Ich habe so Schiss gehabt und dann kommt er auf einmal raus und ich scope erst gar nicht an. Ja, ihr seht jetzt hier gleich mal meinen ersten Killstreak, das ist die UAV. Mein zweiter Killstreak ist die Predator und mein dritter Killstreak ist der Harrier. Und ja, jetzt seht ihr dann hier den letzten Typen, den bekomme ich gar nicht, weil die MP5K hat einfach nur so viel Recoil. Auf diese Entfernung kann man einfach mit der MP5K nicht treffen. Mir geht dann noch die Munition aus, werdet ihr dann gleich sehen. Ich sehe ihn dann hier, kriege ein paar Hitmarker, aber jetzt schaffe ich es einfach nicht mehr. Und dann verpisse ich mich lieber, bevor ich gekillt werde. Ja, ziemlich scheiße. Und ja, dann killt der Typ mit seiner, was ist das, RPD? Ja, ich denke RPD, oder? Ja, ich glaube schon. So, ich habe mal wieder X-Fire ausprobiert. Normalerweise, also die letzten zwei Videos waren mit WeGame aufgenommen. X-Fire, diesmal Full-Size, also das ist jetzt richtiges HD wieder. Und ja, die Qualität sollte um einiges besser sein. So, ich möchte dann hier die Drohne zerstören, schaffe es aber nicht, weil dann ein, ja, ein Bewerber für unseren Clan, ja, der hat hier mitgezockt. Und der hat dann die Drohne runtergeschossen. Und dann warte ich hier. Schau, ob da jemand kommt. Ich höre die ganze Zeit Schüsse und ich würde niemals in einem Suchen und Zerstören, ja, wenn ich Kills haben möchte, mit dem Schild rumlaufen, weil das bringt überhaupt nichts. Und der kleine Pisser hat mir den Kill geklaut. Was soll das? Hä? Was soll das? Erklär mir das mal. Wieso klaust du mir meinen Kill? Das ist total unfair. So, ich schau dann hier, bekomme dann, ja, ich glaube da noch meine Harrier. Ja, ich bekomme da noch meine Harrier. Und ja, da oben hält sich gerne immer jemand auf. Ihr solltet als erstes immer auf das Fenster schauen. Da die meisten dann da runter schauen auf die Treppe und euch dann töten wollen. So, ja, das Spiel, also das Gameplay ist eigentlich nicht so actiongeladen, aber der Endscore ist eigentlich ziemlich gut. Also der Endscore ist 9 zu 1, das labe ich schon mit 30 zu. Und also das war wirklich ein Fail von dem einen, von dem anderen, oder? Von dem Gegner. Also, der versucht ihn zu messern, trifft ihn nicht und einer trifft ihn mit der Shotgun auf die Entfernung. Also, die waren total beieinander, die hätten, ja, die haben sich berührt und der hat ihn nicht mal messern können. Also, das war der Fail des Tages. So, ja. Ich habe schon seit längerem versucht, ein Spiel mit der MP5K zu machen. Das wurde aber immer schwieriger, da, ja, zum jetzigen Zeitpunkt viele nicht mehr auf das neue Call of Duty warten können, und zwar Call of Duty Black Ops. Und die lassen jetzt einfach ihre Wut raus, dass Call of Duty Modern Warfare 2 nach ihrer Meinung scheiße ist. Und deswegen noobtuben sie. Und genau das macht ja Call of Duty Modern Warfare 2 scheiße. Deswegen machen es immer mehr. Und das ist immer einfach ein Kreislauf. Also, ihr müsst euch einfach mal nur vorstellen, wie es am Anfang von Call of Duty Modern Warfare 2 war. Da war das Spiel einfach nur geil. Und dann kam halt die allgemeine Meinung dazu, dass ja, Noobtube, One-Man-Army und so etwas einfach nur überpowered ist. Das, ja, One-Man-Army ist schon überpowered, aber wenn man es richtig einsetzt, dann ist es nicht überpowered. Also das Einzige, was an Call of Duty nervt, sind die Spieler. Also ohne Scheiß, die Spieler, die hier zocken bei Call of Duty Modern Warfare 2, sind einfach nur scheiße. Also ich gehöre dazu, ihr gehört auch dazu. Ich weiß, dass sehr viele von euch einfach nur tuben, einfach nur so zum Spaß.
Ich gebe es zu, ich habe es auch mal gemacht, aber zurzeit ist das wirklich viel zu viel. Ich möchte natürlich nur Gameplays aufnehmen. Und wenn da Noobtuber kommen, Hacker und sowas, da kann man überhaupt nicht zocken. Also ich kriege kein gescheites Gameplay mehr hin. Das ist richtig, richtig schlimm. Und da versucht ein Runner hierher zu rushen und kriegt mich dann nicht. Tja, das war's. Du bist leider tot. Meine Harry bekommt, glaube ich, in dieser Runde keinen einzigen Kill. Das fand ich ziemlich schade eigentlich. Also ich habe mir die Harry eingepackt, habe mir erhofft, dass ich da schön viele Kills bekomme. Und da kommt auch gleich die erste Noobtube. Also Budapester Bomben, keine Ahnung was heißt der. Und ja, das ist einfach nur krass, wenn man bei Call of Duty Modern Warfare 2 in Suchen und Zerstören mit One-Man-Army und Noobtube rumläuft. Also Leute, das könnt ihr einfach nicht bringen. Also das geht einfach nicht. Also das vermisst total den Spielspaß. Und ihr müsst auch mal an die anderen denken, nicht nur an euch. Weil sonst habt ihr ein ziemlich großes Ego. Und ihr wollt ja kein großes Ego haben, oder? Also Leute, spielt mit normalen Waffen, dann haben alle Spaß damit. Ich rufe jetzt meine Abonnenten dazu auf. Also ich kann jetzt nicht alle dazu aufrufen, aber einen kleinen Teil. Und ich denke mal, ja, wer den Cent nicht ehrt, ist ja der Euro nichts wert. Und man muss immer klein anfangen. So war es auch bei meinem YouTuber-Account. Ich habe auch klein angefangen und es wird immer größer und es kommen immer mehr Kommentatoren. Es gibt gute Kommentatoren und schlechte Kommentatoren, aber das möchte ich irgendwann mal anders diskutieren. Vielleicht im nächsten Video werde ich euch erklären, was der Unterschied zwischen guten Kommentatoren und schlechten Kommentatoren ist. Ja, dazu gehören viele Faktoren. Ich bringe euch jetzt mal einen kleinen Einblick. Einmal, wie sich der Kommentator gibt und ja, was die Qualität seiner Videos belangt. Also und von seiner Stimme. Also das Wichtigste für mich ist eigentlich, wie sich der Kommentator gibt. Ja, also ob er freundlich ist oder ob er einfach nur angeberisch ist, das interessiert mich am meisten und nicht die Qualität der Videos. Also es kommt zwar auch ein bisschen auf die Qualität der Videos an, weil sonst ist es ja langweilig. Aber ja. So, das Spiel ist jetzt zu Ende. Der Endscore, also der Rundenscore ist 4:1 und der Endscore ist 9:1. Das war's von mir. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Kommentiert, abonniert und Daumen hoch.